zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit André. Hallo, grüß euch. Der hier fliegt und ich bin Beifahrer, Beiflieger hinten dran. So, wir sind unterwegs zum nächsten Einsatz. Ja, die Jagdhütte da habe ich gefunden bei Solo Game, also eben mit dem zweiten Charakter. Ah, okay. Dann noch einmal angefangen und so die ersten paar Missionen. Sehr schön. Und habe die dann durch Zufall da herumgefunden. So, ja, wir sind jetzt in einer Ortschaft mit dem nächsten Einsatz, wo wir schon mal waren vor einigen Folgen. Das Interessante an dem Haus, es wird hier, also zumindest war es in meinem Solo-Jahr auch hier, ist es jetzt so, es wird eine Ressourcenkiste angezeigt. Ja. Nur, man kommt nicht in das Gebäude. Also entweder wird das noch story-relevant. Ich bin jetzt am Dach, aber... Ja, da war ich auch schon. Okay. Ich glaube, dass da irgendwann einmal von der Story her, dass man da nochmal herkommt. So, wir können jetzt das Stück mit dem Jeep fahren. Oder gleich laufen. Oder gleich laufen, ja. Ich würde gleich laufen, weil sonst... Okay. Gleich direkt und sich positionieren. Ja. Teilen wir uns wieder auf. So ja. Wie beim letzten Mal in der Ortschaft, dann würde ich aber trotzdem fahren, weil dann muss einer relativ weit. Weil dann kannst du oberhalb von dem Dorf bleiben, wo ich da beim letzten Mal war. Okay. Ich bewege mich da runter, wo du beim letzten Mal gesessen bist. Yep. So, jetzt müssen wir mal schauen. Auf deinem Fahrweg sind Unidad-Soldaten, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ja. Ja, stimmt. Aber das sind so Motorradtypen. Ich werde darauf sicher mit dem Weg kommen und dann laufen. Hab sie schon. Okay. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da ist noch ein Tango. Ich bin ja da schon ein bisschen sehr hoch. Ich glaube, da gehe ich ein Stück runter. Ah. So, beide weg. Sehr schön. So, schauen wir mal. Um ehrlich zu sein, stellen wir so viel Koks her, dass ihr sterben würdet, bevor ihr genug davon durchgezogen hättet, um den Gewinn zu beeinträchtigen. Aber das Management findet, dass einige von euch ziemlich ungesund aussehen. Dulces Cabrones, einige von euch verhalten sich auch noch echt paranoid. Also könnte es nicht schaden, den Fuß etwas vom Gas zu nehmen. Wisst ihr, was ich mache, um den Verbrauch von der Medizin zu kontrollieren? Ich habe einen Zeitplan. Also, zwischen 9 und 11 Uhr morgens kein Koks. Und zwischen 3 und 5 Uhr nachmittags so. Auch kein Koks. Ich glaube, da machen wir zu Fuß weiter. Super ist ja da etwas vor uns. So, ich markiere mal. Wird dann auch Zeit für die Nacht. Könnte man gleich wieder Nachtsession machen. Ja. So, okay. Jetzt überlege ich gerade, wo du da bist. Okay.
Willst du eher da vorne bleiben? Weil dann stell mich da hinten hin, dass ich die Kirche im Blickfeld habe. Oder ich gehe gegenüber hin, wo du damals gesessen bist. Okay, der hält da gut drauf. Ich versuche gerade noch alles zu markieren, dann kann ich mal ein besseres Bild machen. Also, da haben wir jetzt noch einer. Noch ein Tango, das sind jetzt 10. So, trotzdem nichtsdestotrotz, hier unten muss noch vorne einer sein. Ha, ich hab dich doch. Sehr fein. Und da. Okay. Ja, mir gegenüber. Also da, wo du beim letzten Mal gesessen bist, oder? Okay. Ja, glaube ich, geschickter. Gut, dann arbeite ich mich da runter. Bin schon fast an der Straße. Ich muss aufpassen, dass ich irgendwie nicht runterfall. Ui, ja, so geht's mir auch gerade. Genau das war ja das, wo nur Steile hinwollen. Mhm. Wir dann so weit retour müssen. Im Prinzip sehr gutes Tal. Ah, da komme ich aber runter. Da fallen wir Felsen zum anderen. Ich werde nochmal. Okay, das geht. Das nehmen wir. Ups. So. Darüber und schauen. Bin unten. Verdammt, sowas habe ich seit dem Irak nicht mehr gesehen. Sandsäcke, Stacheldraht. Wachposten. Die Rebellen machen Santa Blanca die Hölle heiß. Ich wette, die Kartellarschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USB-Vs ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Den hinteren Teil sehe ich nicht, also Kirche und so die ganzen, die dort stehen. Ja, aber ich den da sehen. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Schwierig. Ich glaube, es sollte da fast einen anderen Stein werden, da siehst du glaube ich noch. Mich dahin lege, ja, treffe ich ganz gut. Hinter der Kirche waren also ein, zwei. Ja, das suche ich die ganze Zeit. Ich sehe sie allerdings nicht. Ah, da habe ich einen, ja. Den. Okay, hinter der Kirche. Kann sein, in der Kirche drin. Ah, da ist noch einer. Sehr gut. So, es geht um eine Gefangenenbefreiung, das heißt, wir sollten ohne Alarmierung, glaube ich, das Ganze durchziehen. Mhm. Also wirklich nur. Die, welche, die weit genug weg sind. So, ich markiere mal meinen ersten. Wir gehen noch zwei in der Sammlung ab, aber es ist. Einer ist immer in der Kirche drinnen. Okay, das wird dann der eine sein. Und einer ist normalerweise auf der entgegengesetzten Seite von uns. Ich schaue nochmal, ob ich ihn sehe, aber. Es ist in der Nähe von der Kirche, oder? Ja, es ist im Ort auch drinnen. Aber. Entschuldigung. Was passiert? Aber wir werden die sowieso dann snipern. Ah ja, ich sehe schon. Da ist noch einer. Ich finde den nicht. Ich finde diesen Sack.
Ah, hab einen. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Den habe ich. Okay, und einer muss noch da sein. Da müsste ich den habe ich. Okay. So. Fehlt noch einer? Ja, der ist in der Kirche. Okay, da sehe ich ihn. Ich habe seitlich, wo soll ich beginnen? Du eher hinten. Okay. Du wirst die da hier vorne nicht sehen, wo ich anfange. Und ich sehe die hinten eben nicht. Okay. So, ja, von mir aus können wir starten. Ja, ich warte nur, ich schaue nur, wo eben keine zusammen sind. Okay. Ich würde mal starten mit meiner da. Okay, dann beginn. Ich sniper mal einzelne weg. Gerade alle mit. Nicht da, nicht du. Shit. Da kommt irgendeine Sackratte auf mich zu. Ui. Ah, Rebellen kommen. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Passt. Deshalb waren die alarmiert. Okay. Irgendwo da unten, wo sitzt noch einer? Unter mir ist auch einer. Danke. Oh, okay. Der da hat jetzt alle Rebellen eliminiert. Komm aus deinem Loch kochen. Irgendwo schießt er noch mit Shit. Ja, das ist der, der da hinter mir sitzt. Hat die Schraube erwischt. Hab ihn. Oh, danke. Da ist aber noch wo einer. So, jetzt sind da eigentlich nur mehr die da drüben. Da läuft einer. Ich warte noch, bis er... Der kommt jetzt in den Ort runter. Hab ihn. Ja. Da ist noch ein zweiter. Da muss noch wo einer drin sein. Ah ja, da ist er. Siehst du ihn? Weg ist er. Sehr schön. Noch einen Weg rein. Mhm. Sollen wir noch warten und Ausschau halten? Ja, wenn du auf die Kapelle ein gutes Blickfeld hast nur mit dem Scharfschützengewehr, dann bleib du oben. So, du siehst mich? Ja. Aber ich glaube, wir haben alle. Ja. Kannst du eigentlich kommen? Ich komme da runter. Reden Sie mit dem gefangenen Rebellen. So, wie komme ich da runter? Ich warte dann in der Kirche auf dich. Okay. Ja, da gibt es einen kleinen Weg, der zwischen die Felsen runtergeht. Ich, ja, zwischen den Fenstern ist okay. Bist du gesprungen, oder? Später. Das ist auch interessant bei dem Game, man kriegt kaum Fallschaden. Ja, dann rollt man sich ganz elegant ab über zig Meter. Ich glaube, das einzige ist freier Flug, wo es einen wirklich erwischt. Ja, das muss man dann aus dem Heli machen. Du könntest jetzt dann einmal darüber kommen. Oh, ich hab Lust. Ah, jetzt kommt sie von dir selbst. So. Ja, ja. Direkter Weg. Genau. So, weg mit der Nachtsicht. Genau. Ah, schaut euch das an.
diese Grafik braucht. Cool. Das ist einfach so geil. Hey, aber deine Porta, so, ich mach mal auf. Ja. Was erzählst du denn? Alles okay? Was wollen sie von dir? Juri und Polito, die sie gefoltert haben. Wir sind hier, um sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo im Land. Da war ein Geruch nach altem Tierhäute. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Gut. Na, passt. Nomad, wir wissen endlich, wo Juri und Polito sind. Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sie sind in einer Jagdhütte. Angeblich führen sie da auch ihre intensiven Befragungen durch. Alter, stell mich auf, bitte. Der hat mich niedergefahren. Da ist in das Auto rein und... Oh, armer Andrin. So, na, noch einmal. Das einmal reinhauen. Fahrt. Ja, danke. So, da vorne ist eine Munitionskiste. Ja. Das ist höchstwahrscheinlich die Jagdhütte, wo wir gerade den Helikopter bestellt haben. Okay. Würde ich mal schätzen, da erinnern ist. Ah ja. Da vorne. Ups. So. Sehr schön nachgeladen. Denke ich, irgendwie das auch noch? Abzeichen. Ja, ich glaube, wir haben die Folge, oder? Ja, und es ist genau da oben. Na bitte. Ja, dann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten, bei der Jagdhütte wieder, würde ich sagen. Jagdhütte, okay? Genau. Ciao. Ciao.